zeige dir heute, wie du den grünen Jago Lloyd in Minecraft craften kannst. Um das Crafting-Rezept zu erhalten, müssen wir gegen zahlreiche Nindruiden kämpfen. Denn diese haben die komplette Stadt belagert. Wenn du nichts verpassen möchtest, bleib bis zum Ende dabei. Oh mein Gott, du glaubst nicht, was hier in der Stadt passiert ist. Hier sind einfach die Nindruiden von den Ninjagos da, Freunde. Guckt sie euch an. Hier, Nindruiden sind gespawnt und ich habe so unglaublich Angst. Und ich glaube, ich muss den Ninjagos Bescheid geben, dass wir ihre Hilfe brauchen. Freunde, guckt sie euch an. Überall Nindruiden. Und ganz kurze Frage. Wenn du die Ninjagos kennst, dann lass mal unbedingt ein Like da. Würde mich mega freuen. In 3, 2, 1, jetzt, Freunde. Und wir müssen jetzt unbedingt die Ninjagos fragen, ob sie uns helfen können. Hier wohnen nämlich diese Ninjagos. Ihr kennt sie ja alle. Hier ist zum Beispiel Jay. Ey, Jay, hier sind die Nindruiden. Kannst du mir bitte helfen? Hä? Freunde, irgendwie wirkt ja nicht ganz bei der Sache. Jay, du musst uns helfen. Warum redest du nicht mit mir? Oh Gott, wir fragen mal Kai. Kai, Kai, kannst du uns helfen? Die Nindruiden sind da und ihr seid die Ninjagos. Wir brauchen euch. Freunde, auch er ignoriert mich. Warte mal. Lloyd, Lloyd, der goldene Ninjago. Hä? Freunde, wo ist Lloyd? Wartet mal. Was ist mit Lloyd passiert? Ihr wisst ja alle, Lloyd ist der goldene bzw. der grüne Ninjago. Wartet mal, was ist denn mit ihm, Freunde? Oh mein Gott, Lloyd ist verschwunden. Wir haben Lloyd verloren. Ich brauche deine Hilfe, um Lloyd wieder zu finden. Und wie können wir das denn am besten machen, Freunde? Ich habe eine Idee. Ich weiß, wen wir fragen können. Es gibt nur einen, und zwar, das ist Sensei Wu. Der allwissende, weise Mann. Nur er kann uns helfen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Er sagt, du musst den goldenen Ninja Lloyd craften. Ansonsten gewinnt das Ultra-Böse. Freunde, wir haben heute die Aufgabe, Lloyd in Minecraft zu craften. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Du musst mir dabei helfen, denn ohne dich schaffe ich es nicht. Also, bleib unbedingt dran. Ihr seht, hier sind überall Nindruiden. Und ich glaube, wir wissen, was zu tun ist, Freunde. Es gibt hier einen speziellen Raum. Und zwar, wenn ich hier diesen unsichtbaren Schalter drücke, seht ihr, geht diese Tür hier auf. Und wenn ich hier runtergehe, werdet ihr was sehen. Da glaubt ihr euren Augen nicht. Aber naja, wir gehen erstmal rein. Ich zeig's euch, Freunde. Und seht es euch an. Hier befindet sich das Crafting-Rezept, um Lloyd in Minecraft zu craften. Und dafür musst du unbedingt ruhig sein, das darfst du keinem erzählen. Und ich würde sagen, wir wissen, was zu tun ist. Wir brauchen ein fettes Schwert, wir brauchen 1, 2, 3 Lego-Blöcke und diese grüne Rüstung, um Lloyd zu craften, damit das ultimative Böse nicht gewinnt. Und ich würde sagen, wir fragen jetzt direkt mal Sensei Wu, was unsere nächste Aufgabe sein wird, was wir machen können, beziehungsweise wo wir eben diese Sachen finden können. Sensei Wu, wo können wir die Sachen finden, dass wir Lloyd craften können? Wir wissen jetzt, was das Crafting-Rezept ist, aber wo finden wir denn die Sachen? Gegenüber befindet sich deine Ninja-Rüstung. Rüste dich aus und erledige die Nindruiden. Anschließend betritte das Portal. Okay, Freunde, also, wir wissen, was zu tun ist. Hier gegenüber soll sich anscheinend unsere, ja, Nindruiden-Rüstung befinden, unsere Ninja-Rüstung. Und ihr seht übrigens, Freunde, hier ist dann die Workbench, beziehungsweise die Werkbank, auf der wir dann Lloyd craften können. Guckt euch mal an, wie riesig die ist. Und die ist auch passend gefärbt mit grünen und weißen Blöcken. Und ich glaube, wir craften den grünen, ja, den grünen Lloyd und nicht den goldenen Lloyd. Aber wir werden es dann am Ende sehen. Also, erstmal rüsten wir uns aus mit unserer Ninja-Rüstung, Freunde. Wir haben heute eine schwarze Ninja-Rüstung. Seht es euch mal an, Freunde. Wir sind gut getarnt gegen das ultimative Böse. Und anschließend, hier befinden sich zum einen ein Schwert, eine Bombe und eine Eisenspitzhacke. Und das ist unser Werkzeug, mit dem wir die Nindruiden jetzt erstmal beseitigen müssen. Und anschließend werden wir in das Nindruiden-Portal reingehen, Freunde, und hoffentlich die Sachen finden, um Lloyd craften zu können. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Hey, Nindruiden, ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Wir retten Lloyd. Wo ist er? So, komm, Freunde, hier, wir haben hier so Ninja-Sterne. Ja, die sind richtig gut. Zack, Freunde, die haben wir schon mal. Ja, kommt doch her, ihr Nindruiden. Zack, ihr könnt nichts. Zack. So, Freunde, den ersten haben wir, den nächsten haben wir. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, ihr seid als nächstes hier dran. Und wir machen erstmal so eine Rauchbombe hier, oder? Ja, Freunde, die sehen schon mal nichts. Hier auch Rauchbombe für euch. So, Freunde, also, die sind jetzt schon mal abgelenkt. Und ich würde sagen, ja, kommt her, Nindruiden. Ihr denkt auch wieder, ihr könntet alles machen. Zack, den nächsten getroffen. Komm her, Nindruid. So, du kriegst das. Ist hier noch einer? Hier sind noch zwei, glaube ich, oder? Ja, ja, einer. Aber er traut sich nicht, oder? Was ist denn mit ihm? Der ist... Ist er tot? Ich glaube, wir haben ihn auch besiegt. So, oder nee, 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 nee. Da ist er. Er kommt. Den haben wir jetzt besiegt. Und hier, Freunde, sind noch die letzten beiden. Und dann können wir in das Portal gehen. So, eins,
2. Ja, ja, Freunde, das sieht doch schon mal gut aus. Nindruin, ihr seid fällig. Ihr schafft es nicht. Wir werden Lloyd zurückbekommen. Oh mein Gott, Freunde, jetzt wird's aber eng. Jetzt wird's aber eng. Da kommen sie. Wartet mal. So, kommt doch her, ihr Nindruin, wenn ihr euch traut. Zack. Den nächsten haben wir. Ja, guck mal. Du denkst, du könntest mich holen? Nee. Das denkst nur du. Zack, Freunde. Ich würde sagen, wir haben alle Nindruiden erstmal besiegt. Und jetzt gehen wir in das Portal, zum ultimativen Bösen, um das Crafting-Rezept zu finden. Beziehungsweise die Materialien zu finden, um Lloyd zu craften. Seid ihr bereit, Freunde, dass wir in das Portal springen? Dann würde ich sagen, lasst nochmal ein Like da, wenn ihr glaubt, dass wir gegen die Nindruiden gewinnen, um heute Lloyd zu craften. Wir springen rein in das Portal in 3, 2, 1 und jetzt. Freunde, wir sind da und schaut mal, wo wir hier gelandet sind. Wir sind in einer eigenen neuen Welt, in einer neuen Galaxie gespawnt und schaut euch das mal an. Hier befinden sich überall Nindruiden und ich glaube, wir müssen zu diesem Tempel hier gehen, denn hier ist alles voller, ja, diese Lichtblöcke und Kameras, die alles beobachten und ich glaube, dort oben befindet sich das, was wir brauchen. Die Materialien für das Crafting-Rezept vom Lloyd, dem goldenen Ninjago. Und ich würde sagen, Freunde, die sind hier definitiv nicht aus Spaß auf. Und wir müssen gucken, dass wir die taktisch hier beseitigen. Schaut mal, wenn wir die hier hinten treffen zum Beispiel, dann fliegen die ja schon mal runter. Dann müssen wir nicht so sehr kämpfen. Oh, oh, Freunde, ich glaube, die haben hier irgendwas gesehen, oder? Haben die hier irgendwas gesehen? Ich weiß jetzt ja nicht. Hey, was willst du? Ich bin nur Besucher hier. Okay, Freunde, ich habe mir was überlegt, wie wir jetzt rangehen werden. Und zwar habe ich kurz mir überlegt, dass es gar keinen Sinn macht, einfach so drauf zu rennen. Wir müssen die taktisch ausnocken. Sprich, ich mache jetzt zum einen mal hier so eine Rauchbombe hin. Ihr seht's. Und so, dann sind die schon mal abgehalten hier. Guck, dann sehen die nichts. Und ich würde sagen, wir machen das bei allen Wegen quasi, dass sie uns alle nicht sehen. So, hier kommt dann keiner mehr durch. Zack. Dann würde ich sagen, hier. Jawohl, jawohl. Die sehen jetzt nichts mehr. Und jetzt können wir die ersten attackieren. Kommt her. Nimmt das hier, ihr Nindruiden. Jetzt könnt... Oh, nein, Freunde. Okay. Wir haben sie auf uns gelockt. Nimmt das da hinten. Kommt doch alle her. Oh, okay, Freunde. Also, wir haben ein Problem. Schaut euch das an. Hier kommen 4 Stück mit Schwertern auf uns zugerannt. Ey, wir haben auch nur noch 3 von diesen Ringen hier. Oh Gott. So. Jetzt. Komm, nimm das. Ja. Okay, Freunde. Also, wir müssen uns beeilen. Wir können uns diese Sterne hier wieder einsammeln. So, nimm das hier in den Ruinen. Kommt her. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie da hoch, Freunde. So, der fliegt runter, der fliegt auch runter. Komm her, nimm das. Okay, den nächsten haben wir, Freunde. Nimm das hier. Zack, zack. Oh, nein, Freunde, der möchte kämpfen. Der möchte gegen uns kämpfen. Nimm das hier. Du auch noch. Okay, Freunde, also, wir sind hier fast an der obersten Etage angekommen. Ah, komm her. Nee, Freunde. 4 Stück sind es noch vor uns. Einmal hier, dich schlagen wir runter. Nein, Freunde, aufpassen. Sie haben Blut geleckt. Hier, nimm das. So, nur noch ihr beiden und da oben sind noch ein paar. So, Freunde, komm, wir haben es bald geschafft. So, der möchte nicht, aber du hier, komm her, lass uns, wir wollen das Crafting-Rezept für Lloyd. Komm, nimm das, nimm diesen Stern. Nein, Freunde, wir können ihn nicht attackieren. Und hier befindet sich der letzte Nindruid. Komm her, nimm das, Nindruiden. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die Dimension hier erstmal eingenommen. Und jetzt gilt es erstmal zu gucken, was sich hier in dieser mysteriösen Kiste befindet. Denkt ihr, dort sind die Sachen für das Crafting-Rezept für Lloyd? So, Freunde, wir öffnen jetzt erstmal die Kiste und schauen rein, was sich darin befindet. Und ich denke mal, hier werden wir Teile finden. Und ja, wir haben zum einen die Rüstung gefunden, Freunde, und das Schwert. Das sind schon mal 3 bzw. 4 wichtige Sachen, um Lloyd craften zu können, Freunde. Wir sind schon mal ein Riesenstück näher, aber uns fehlen die Lego-Blöcke. Ich würde sagen, wir gehen wieder in die normale Welt zurück und suchen jetzt auch die Lego-Blöcke. So, wir nehmen die Sachen hier. Oh mein Gott, Freunde, hat Lloyd ein krasses Schwert und guckt euch mal an, wie es hier aussieht, Freunde. Überall diese schwarzen Flecken hier, alles voller Rauch hier. Die trauen sich gar nicht mehr, mich zu attackieren hier, oder? Komm, geh weg hier, Alter. So, wir gehen wieder hin und ich würde sagen, Freunde, das sieht schon mal gut aus. Wir gehen wieder zurück, wo wir hergekommen sind, in dieses Portal hier. Und dann können wir auf jeden Fall mal die Sachen auf die Werkbank legen und dann den Sensei fragen, wo wir die Blöcke finden. Weil uns fehlen ja jetzt noch 1, 2, 3, 4 Blöcke, glaube ich. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen ins Portal zurück in 3, 2, 1.
1 und jetzt. Freunde, wir sind wieder zurück in der normalen Dimension. Ihr seht, hier sind überall keine Nindroiden mehr, sondern nur noch die Überreste von diesen Bomben. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal die Sachen auf die Werkbank, die wir schon mal haben, dass wir das auf jeden Fall nicht vergessen, Freunde. Denn dann sind wir nicht mehr weit davon entfernt, das eben zu craften, den guten alten Lloyd. Und wir brauchen noch eine Kiste, fällt mir gerade ein. Denn sonst können wir ja unsere Sachen nicht aufbereiten. Dementsprechend craften wir uns eben eine Kiste. Und danach gehen wir zum Sensei zurück und sagen ihm, dass wir eben die ersten Sachen gefunden haben. Denn wir müssen dann auch eine Info herausbekommen. Und zwar, wo befinden sich eigentlich ja die Lego-Blöcke? Das müssen wir noch klären. Und wir brauchen auch noch gleich einen Schalter, um dann die Werkbank zu aktivieren, Freunde. Aber zunächst mal eins nach dem anderen. Hier die Rüstungsteile. Zack. Und jetzt fehlen uns nur noch 1, 2, 3 Lego-Blöcke. Und ich würde sagen, da fragen wir direkt den weisen, schlauen Sensei, ob er uns dabei helfen kann. So, ganz kurz hier mal durch. Hallo Sensei, vorher gucken wir uns mal das Crafting-Rezept an. Ja, uns fehlen tatsächlich nur noch die 3 Lego-Blöcke, Freunde. Also, es dauert nicht mehr lang, bis wir Lloyd craften in Minecraft. Also, bleib unbedingt dran, denn ich bin gespannt, wo sich die letzten 3 Lego-Blöcke befinden. Und wir fragen nochmal den Sensei. Hey Sensei, also, es war ein richtig krasser Kampf gegen die Nindroiden. Und jetzt brauche ich deine Hilfe wieder. Wo befinden sich denn die 3 letzten Lego-Blöcke, dass ich den Lloyd craften kann? Weil sonst wird das ja nichts. Kannst du mir bitte helfen, beziehungsweise mir und den Zuschauern? Gut gemacht! Um die Lego-Blöcke zu erhalten, musst du am Rande der Map das Lego-Jump'n'Run schaffen. Okay, danke, Sensei. Dann wissen wir Bescheid. Wir machen das. Okay, Freunde, schnell wieder die Türe zu. Also, ihr habt's gehört. Wir müssen irgendwo am Rande der Map ein Lego-Jump'n'Run absolvieren. Die Frage ist, wo befindet sich das und wird das schwierig sein? Naja, der Lego-Experte ist auch hier. Helfen kann der mir nicht, oder? Nee, in seiner Truhe befindet sich auch nichts. Dementsprechend würde ich sagen, suchen wir jetzt das Lego-Jump'n'Run, Freunde. Und anschließend können wir dann hoffentlich Lloyd craften, Freunde. Dann ist die Ninjago-Welt wieder im Gleichgewicht. Die ganzen Ninjagos sind hier. Und du kannst mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, welcher Ninjago dein Lieblings-Ninjago ist. Denn ich glaube, viele von euch lieben Lloyd genauso wie ich, aber ich finde auch Kai mega cool. Aber jetzt heißt erstmal suchen. Vielleicht, nee, was ist das hier? Schule, da wollen wir nicht hin. Vielleicht irgendwo hier befindet sich das Jump'n'Run. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal weiter, wo sich das Jump'n'Run befindet. Freunde, ich bin jetzt eine Weile hier rumgelaufen. Ihr seht, ich habe hier irgendwas gefunden. Ihr seht, hier sind Lego-Blöcke und ein riesiger Kasten. Das muss doch irgendwie zusammenhängen. Ich weiß es nicht, aber schau mal. Wir haben übrigens Schnelligkeit auch. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, seht ihr, hier ist kein Eingang. Nur hier befindet sich ein kleiner Eingang. Und ich würde sagen, das muss doch das Lego Jump'n'Run sein, oder? Wir werden jetzt auf jeden Fall mal reingehen und gucken, ob wir hier irgendwas Spannendes finden, was uns helfen könnte. Und ja, hier steht es, Stufe 1. Und das sieht mir nach einem Lego Jump'n'Run aus, Freunde. Oh Gott, hier steht erst Stufe 1. Das heißt, das wird noch richtig lange so gehen. Naja, wir probieren es erstmal so, okay. Oh Mann, bin ich ein Tollpatsch. Das geht doch schon richtig leicht eigentlich. Ich bin doch nicht so ein Noob. Alter, so zack und... Huh, nein! Leute, wie lost bin ich eigentlich? Hashtag lost in die Kommentare. So, wir probieren es nochmal. Also, wir springen hier weiter. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt hier und hier. Okay. Jetzt ganz schön zusammenreißen, Freunde. Nicht so schnell, nicht so hastig. So, ja. Und jetzt hier den nächsten Sprung. Und wir haben Stufe 1 so gut wie geschafft, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in Stufe 2 rein. Und was ist denn das? Hier müssen wir irgendwie ins Ungewisse springen. Freunde, ich weiß nicht so ganz, ob das so eine coole Sache ist. Aber naja, wir machen es einfach mal. 3, 2, 1 und los geht's. Und Wasser und... Nein, Freunde. Ninroiden, geht weg, Alter. Lasst mich doch mal in Ruhe. Warum kommt ihr denn die ganze Zeit? Nimm das. So, du auch noch. Geht doch mal weg von mir. So, Freunde, jetzt du noch. Dann habe ich euch alle wieder. Lasst mich doch jetzt endlich in Frieden, Alter. Hier, ihr könnt mich schlagen, wie ihr wollt. Ich bin ein Ninja. Ich bin viel zu stark für euch. Ihr seid solche Schwächlinge. Komm, probier's doch nur weiter. Ja. Schön wär's. Guck mal, wie schnell ich wieder regeneriere, Freunde. So, aber jetzt sind wir hier in diesem Raum. Hier muss es doch irgendwas geben. Irgendeinen versteckten Schalter oder sowas. Irgendwas, Freunde. Das kann doch nicht sein. Fällt dir hier irgendwo was auf, ob hier nicht irgendwo ein versteckter Schalter ist, dass das vielleicht hier, ja, die irgendwelche Hebel sind oder irgendwelche Öffner? Ich sehe einfach nichts, Freunde. Vielleicht hast du ja bessere Augen als ich, aber
Ich kann auch, vielleicht geht's hier im Wasser noch runter. Hier, das kann doch nicht das Ende sein. Wir müssen doch hier noch irgendwas finden und... Schaut mal das hier, Freunde. Ist das ein Texture-Bug oder irgendwas? Schaut mal. Oder denkt ihr, das ist irgendeine Tür? Vielleicht kann man das mit dieser Fackel hier öffnen. Ey, ich weiß, hier ist was. Komm, vielleicht mit Wucht. 3, 2, 1 und komm, geh auf. Nee, okay, vielleicht ist es... Ist es vielleicht eine Tür? Freunde, es war eine Tür und schaut... Oh nein, 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 nein. Hier hinten ist eine Truhe. Das muss doch eine Falle sein, Freunde. Das kann doch nicht so offensichtlich jetzt hier stehen, oder? Komm, wir gehen ganz langsam vor. Wir testen alles. Nee, hier ist schon mal nichts, Freunde. Denkt ihr, das ist eine Falle? Ich kann es mir eigentlich nur gut vorstellen, dass es eine Falle ist. Naja, komm. Hier irgendwie? Nee. Vielleicht ist es auch einfach Glück und wir öffnen die Kiste, Freunde. Wenn ihr wollt, dass wir die Kiste nochmal öffnen gemeinsam, lasst nochmal jetzt ein kostenloses Abo da. In 3, 2, 1, jetzt. Dankeschön für dein Abo und wir öffnen die Kiste, Freunde. Und nein, es sind einfach die 3 Lego-Blöcke da, Freunde. Wir haben alle Materialien zusammen, um Lloyd in Minecraft zu craften. Ich würde sagen, wir gehen direkt zurück in die Stadt und sagen dem Sensei Bescheid, dass wir Lloyd nun craften können. So, wir sind wieder draußen und machen uns jetzt auf den Weg zurück hier hinten in die Stadt. Und was das hier ist, Freunde, das will ich gar nicht wissen. Das werdet ihr bestimmt schon bald früher erfahren. Wer es auf jeden Fall sich daran erinnert, kann es dann in die Kommentare schreiben. Und wir laufen eben jetzt zurück in unsere schöne, besinnliche Stadt. Hier ist irgendwas faul, Freunde. Naja, wir haben aber alle Sachen, um Lloyd zu craften. Und ich würde sagen, da geben wir jetzt noch kurz dem Sensei Bescheid, dass er weiß, dass wir alles gefunden haben. So, Sensei, ich habe das Jump and Run geschafft. Ich würde sagen, wir können jetzt Lloyd craften oder haben wir irgendwas vergessen? Super, ich bin stolz. Du darfst Lloyd nun craften. Perfekt, Freunde, dankeschön. Also, wir können Lloyd nun craften. Wir brauchen aber noch einen Schalter bzw. Knopf. Das ist ganz wichtig, sonst können wir denn nicht die Werkbank nicht aktivieren. Deswegen nehmen wir uns hier noch ein bisschen Holz mit, machen uns einen kleinen Knopf, Freunde. Und jetzt sind wir bereit, um Lloyd, aka den grünen, / den goldenen Ninja craften zu können in Minecraft. Und darauf warten wir alle schon die ganze Zeit. Und hier befinden sich die Sachen. Und wir nehmen jetzt einmal den Helm, Freunde. Wir nehmen die Rüstung. Wir nehmen die Schuhe. Und jetzt dreimal die Blöcke. Ein Block, 2 Blöcke, 3 Blöcke. Und ganz wichtig, das Schwert, mit dem Lloyd angreifen kann, Freunde. Das ist das Crafting-Rezept. Ich bin ultra gespannt, ob es klappt. Und wir setzen nun einen Knopf hier hin, Freunde. Und wenn ihr bereit seid, Lloyd in Minecraft zu craften, dann würde ich sagen, machen wir das auch jetzt und verlieren keine Zeit mehr. Ich drücke den Knopf in 3, 2, 1 und Lloyd, wir wollen dich alles sehen, komm! Es hat geklappt, Freunde, schaut's euch an. Hier ist einfach Lloyd von den Ninjagos, der goldene Ninjago Lloyd. Jetzt noch in der grünen Rüstung, also im grünen Anzug. Oh mein Gott, es hat tatsächlich funktioniert, Freunde. Und jetzt bin ich nicht mehr der einzige Ninjago hier. Und die Ninjagos sind wieder vollständig Kai, Jay, Lloyd. Und mal gucken, wen wir als nächstes craften sollen, Freunde. Mir hat's wieder mega Spaß gemacht. Schaut's euch an, einfach ein Riesen-Lloyd in unserer Stadt in Minecraft. Mach's gut, bis zum nächsten Video und ciao.